Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen einen kleinen Tutorial zeigen, wie wir mit iClone 5 Pro verschiedene Kameras einsetzen bzw. Kameraanimation oder Kamerafahrt. Und zwar mache ich das anhand der kleinen Szene, die wir im letzten Tutorial erstellt haben. Ich habe jetzt hier iClone 5 Pro schon geladen und schließe einmal hier das Willkommensfenster. Gehe jetzt bei mir hier auf Projekt öffnen und öffne mir meine Szene. Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, ich spiele das Ganze mal kurz ab. Das Auto fährt durch die Fässer, geht dann in Flammen auf. Und wie Sie sehen, haben wir nur eine Kamera hier eingesetzt. Und das werden wir jetzt ändern. Ich gehe hier wieder auf Stopp und zurück zum Anfang. Gehe hier oben im Menü auf Bühne. Dann auf Kamera und hier im Eigenschaftenfenster klicke ich zweimal auf Kamera hinzufügen. Einmal, zweimal. So, jetzt gehe ich hier im Kamera-Umschalter-Menü auf die erste Kamera, die wir hinzugefügt haben und möchte gerne jetzt an das rechte Fenster hier ranzoomen. Und das werde ich jetzt gleich mal machen. Als erstes drehe ich mir das hier erstmal. Klicke mal den Button hier an, umkreisen, drehen. Drehe mir das jetzt so ungefähr so hin. Dann gehe ich auf den Zoom-Button, halte die Shift-Taste gedrückt und drehe das Mausrad nach vorne. So ungefähr. Dann gehe ich auf den Schwenken-Button. So. Dann gehe ich nochmal auf Zoom. Da brauche ich jetzt nicht die Shift-Taste drücken, nur das Mausrad drehen. Bei Feineinstellungen können Sie die Shift-Taste weglassen. So, jetzt haben wir schön hier das Fahrzeug mit dem rechten Fenster. Ich schiebe mir das hier nochmal so ein bisschen. Ja, das kann man jetzt sich hinschieben, wie man will. So, dass wir jedenfalls an das rechte Fenster rankommen. Dann gehe ich hier im Eigenschaften-Menü und ziehe mir das mit der linken Maustaste hier immer so hoch. Und dann habe ich hier unten Verbindung. Und Elternobjekt wählen. Da klicke ich jetzt mal drauf. Mit der linken Maustaste. Und klicke jetzt mit der linken Maustaste das Fenster an. Das wird dann hier auch eingetragen. Windows rechtes Fenster. Und jetzt möchte ich gerne noch das linke Fenster haben. Dazu gehe ich erst einmal wieder in den Kameramenü-Umschalter hier. Und wähle Kamera 0. Also die zweite Kamera, die wir hinzugefügt haben. Dann gehe ich hier wieder auf den Umkreisen drehen Button, drehe mir das schon mal so ein bisschen und gehe hier auf Zoom, zoome ich jetzt hier erstmal rein, dann gehe ich auf den Verschiebe Button, so dass ich schön an diesem Fenster hier jetzt rankomme. Das ist jetzt das linke Fenster. Gehe hier unten im Eigenschaftenmenü wieder auf Elternobjekt wählen und klicke das linke Fenster an. Das ist ja auch wieder eingetragen. Dann gehe ich hier oben im Kamera-Umschalter-Menü auf Kamera-Umschalter und öffne mir hier unten die Zeitleiste. Entweder mit F3 oder mit der linken Maustaste. Dann geht auch hier unsere Zeitleiste auf. Die Zeitleiste kann man, wenn man die linke Maustaste gedrückt hält und hier in dem grauen Button da, kann man die auch hin und her schieben. Und jetzt haben wir hier ein Menü, Projekt, Schalter, Sound, HDR und so weiter. Wir brauchen jetzt nur den Button Schalter, da klicke ich mal links drauf und haben jetzt hier unsere Zeitleiste, die ist hier grau unterlegt, mit unserer Kameraeinstellung. Als erstes ist hier die Preview-Kamera, da ist schon ein Keyframe eingesetzt automatisch. Und ab Frame 100, hier klicke ich mal jetzt auf den grauen Balken mit der linken Maustaste und mache dann einen Rechtsklick. Und jetzt habe ich hier im Kontextmenü ein Menü Kameraliste. Und da wähle ich mir jetzt die erste Kamera, die wir hinzugefügt haben, aus. Also Kamera. Dann gehe ich ungefähr auf Frame 250, klicke hier auch einmal rein, rechte Maustaste, Kontextmenü, Kameraliste und wähle mir die zweite Kamera, die wir hinzugefügt haben, aus. Dann gehe ich nochmal auf Frame 400,
Die Frames werden hier übrigens auch immer hier oben angezeigt. Ich mache das jetzt nicht ganz genau. Also ich klicke jetzt hier bei Frame 400. Hier oben steht es ja auch. Klicke ich hier mal rein. Mit links machen Rechtsklick, Kameraliste und nehme nochmal die erste Kamera, die wir hinzugefügt haben. So, das war es eigentlich erstmal. Jetzt schließe ich hier einmal die Zeitleiste und gehe hier unten im Abspielmenü auf zum Anfang zurück und spiele das Ganze mal ab. Das ist die Vorschaukamera, jetzt kommt die Kamera 1, Kamera 2 und jetzt sind wir wieder in der Kamera 1. Das ist eigentlich so der Werdegang für verschiedene Kameras, die man einsetzen kann. Entweder nennt man das Kamera-Animation, Kamera-Fahrt. Ist auch egal. Ich wollte Ihnen bloß mal den Werdegang zeigen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.